So, und jetzt kümmern wir uns hier ums Aufpolieren. Wobei, das ist eigentlich viel zu wenig gesagt. Eigentlich geht es ums Restaurieren und wieder zum neuen Glanz verhelfen. Dieser alte, ist es ein Apothekerschrank? Ist ein alter Apothekerschrank, ne? Ja, ja, hat schon eine richtige Geschichte auf dem Puckel. Über 150 Jahre alt, gehört der Familie Plein aus Wittlich. Und als die unsere Tischlermeisterin Linda hier gesehen haben, da haben sie gesagt, Mensch, der soll von ihr auch mal restauriert werden. Und da hast du ja mal ein ganz schönes Stück Arbeit gewonnen, wa? Ja, das ist ein gutes Stück Arbeit hier, das kann man wohl laut sagen, aber es stand auch lange im Keller. Jetzt, kommst, ne, du da auch ein bisschen ins Schwärmen, wenn du so ein altes Stück siehst? Was, ja. Kannst du uns ein bisschen, ja, was über die Geschichte, natürlich, erzählen? Was hat dir die Familie verraten? Also es ist jetzt wohl so gewesen, dass, also zumindest ist die vierte Generation, die hatten früher einen, ja, so eine Art Drogeriemarkt, wo auch dieser Schrank halt mit drin stand, und ja, irgendwann ist er dann im Keller gelandet. Wermut. Und ja. Zimtkraut, Schafgarbe. Ja, gab lauter schöne Sachen früher da. Ja, lauter Kräuter, die sich da in den Schubladen versteckt haben. Und ja, eigentlich wollten wir heute auch mit Familie Plein telefonieren. Aber als sie gehört haben, dass jetzt Linda heute bei uns ist, haben sie gesagt, nee, heute können wir leider nicht, denn unser Sohn kriegt die Doktorwürde verliehen. So. Und deswegen ganz liebe Grüße nach Frankfurt, wo sie jetzt gerade alle sind, und sich das im Nachhinein dann hoffentlich angucken. Also, du musst jetzt das Ganze, was ist denn jetzt eigentlich dein Auftrag? Das ist ja noch mal ganz spannend zu erfahren. Wie wollen, soll der aussehen am Ende wie neu, oder wollen die, ja, die Geschichte noch spüren? Also natürlich sollte man von der Geschichte noch was spüren. Ja. Das ist ja bei einer Restaurierung auch ja, auf jeden Fall der Hintergrund dabei. Und man muss halt schauen hier, was muss man austauschen, also was muss man komplett austauschen, weil der Holzwurm hier ziemlich gefressen hat. Und dann natürlich die Frage ist, was kann man erhalten und was muss halt wirklich erneuert werden. Ja. Und auch die Oberfläche, wie man sieht, ist ja nicht mehr schön. Und ja, von daher... Wie ist denn jetzt so, wenn du dann an die Arbeit dich machst, wie gehst du genau vor? Ja, also als erstmal wird natürlich geguckt, was... Also wie ist die Substanz überhaupt, was ist, wie gesagt, was ist erhaltensfähig, was muss ausgetauscht werden, wie ist die Oberfläche, und dann, ja, muss man eigentlich erstmal einen Schlachtplan quasi machen, sich alles aufschreiben und ja, dann schauen, wo man halt anfängt. Und ich fange jetzt gerade mal damit an, die Beschläge zu demontieren, weil die müssen auf jeden Fall vorher runter, weil dann hat man leichter arbeiten. Und macht man aber vorher, ja, ein Foto, damit man nachher die Schubladen wieder auch in die richtige... Genau, also die werden nummeriert, ja, ja, und dann ja, werden die dann entsprechend wieder auch an die richtige Stelle gesetzt. Und auch die Schilder kommen wieder an den Platz, ja, also an die Schublade, wo sie halt vorher auch waren. Was kannst du uns über den Anstrich sagen von, ja, diesem Möbelstück? Also er hatte wohl schon zwei Anstriche gehabt, da muss ich aber noch mal genauer gucken. Es ist wohl so, weil man sieht dieses beigefarbene, ne, sieht, ja, man hier. Und dann ist es aber auch so, dass... man hier auch noch Reste einer alten Beschichtung sieht. Also entweder war er mal beige und dann mit so einer Bierlasur noch gestrichen, abgesetzt. Unter dem Beige konnte ich jetzt nichts feststellen, dass da noch was drunter wäre. Ja. Aber da muss man halt noch mal genauer gucken, ja, was ursprünglich halt die, also die ursprüngliche Farbfassung halt letztendlich war. Das heißt, da, ja, guckt man aber auch, das ist so, das gehört dazu, dass man sich so einen Anstrich erstmal anguckt, ne? Auch wenn man solche Stücke hat, du hast uns hier auch nochmal sowas vorbereitet. Genau, ich habe mal hier so eine Befundtreppe mitgebracht, dass man mal sieht, wie man das halt quasi freilegen kann. Das ist aber jetzt nicht von unserem Stück, ne? Nee, das ist nicht von unserem Stück. Das gibt jetzt dafür zu wenig her. Ich habe es jetzt hier mal genommen, weil man hier ein bisschen mehr sieht auch. Ja. Also wir haben einmal diese weiße Schicht, die wo als letztes raufkam. Ja. Unter dieser weißen Schicht ist dann nochmal so ein Beige, so ein Grau. Das sieht man auch hier ganz schön. Mhm. Und wenn man dann noch weiter kratzt, also man nimmt das dann mit einem scharfen Gegenstand runter, zum Beispiel mit einem Stemmeisen, kann man das dann runterschaben. Und dann sieht man hier schon, dass noch was Gelbliches kommt. Das heißt, ne, auch unter noch ein dem Lack. Unter dem Grauen, ja, genau, da kommt dann anscheinend noch eine Lackschicht. Wow. Und wenn man sie dann richtig frei macht, sieht diese dann so aus. Ja. Und unter dieser kam dann nichts mehr, da kam dann das rohe Holz. Und so ist das quasi so, auch, sag immer, auch ein Farbschnitt, wo man halt mal sieht, wie viele Schichten sind denn eigentlich da, bis das rohe Holz halt kommt und was ist eigentlich die ursprüngliche Farbgebung gewesen. Weißt du schon, was das für ein Holz ist hier bei unserer... Ja, also das sieht man an den Schubladen auch ganz schön, dass das Kiefer ist. Mhm. Ja, sieht man an der Maserung und auch an der Farbgebung. Und ja, ist auf jeden Fall aus Kiefer
gebaut worden. Und wird denn jetzt der komplette Lack abgenommen oder ist der Wunsch jetzt von dem Besitzer, nee, lass uns auch noch ein bisschen den alten Lack drauf? Also es wird so sein, dass wir an den Schubladen, kann man auch hier ganz schön sehen, ne? Also wo der Lack noch erhaltbar ist, lassen wir ihn drauf. Das ist also erhaltbarer Zustand, was du uns jetzt zeigst? Ja, also ich sag mal, wo er überall noch fest ist. Ne? Man muss halt ein bisschen gucken. Wir haben jetzt hier im Gegenteil oder haben im Gegenzug haben wir so ein Stück. Ja, da sieht man schon, das platzt von alleine hier schon runter. Ja. Da geht es natürlich nicht mehr. Aber überall, wo der Lack halt wirklich noch fest auf dem Untergrund haftet, kommen die Beschläge runter. Dann kann man den säubern, nochmal anschleifen und dann wird er aber nochmal entsprechend überlackiert. Das heißt, die ganzen Krakeleien, die werden verschwunden sein, wenn du fertig bist? Oder? Nee, die sieht man trotzdem noch durch. Und also musst du die dann, wenn du den komplett neu lackieren musst, einen Schubladenkopf, musst du den dann auch dann so ein bisschen einarbeiten? Krakelieren, meinst du? Krakelieren, oder? Nee, den tun wir nicht krakelieren. Also das ist dann auch in Ordnung. Man darf schon sehen, dass auch was gemacht wurde und dass eine Schublade, wo jetzt der Lack komplett runter ist, natürlich von der Optik etwas anders ist, wie die, wo der alte Lack noch da ist, optisch anders ist, das ist in Ordnung, das ist gar kein Problem und sieht man ja dann auch später kaum. Also den Unterschied sieht man eigentlich kaum. Wie kriegst du dann den Restlack runter? Ja. Der platzt ja nicht komplett ab. Nee, der platzt nicht komplett ab, da muss man manchmal ein bisschen nachhelfen. Wenn er schon so lose ist wie hier jetzt zum Beispiel, ja, dann kann man einfach hingehen und kann das wahrscheinlich mit dem Eisen einfach runterziehen. Ne, da sieht man hier schon, wie sich das löst. Ja, da geht das gut. Ne? Und an Stellen, wo es vielleicht schon noch fester ist, probiere ich es halt immer ganz gerne mit dem Heißluftpuster. Ne? Das kann man mal gucken, weil also abschleifen finde ich nicht so schön. Ich mache das eigentlich lieber gerne mit Wärme, um mal zu gucken, was passiert. Und wenn es gut geht, dann wird das auch mit dem Heißluftföhn dann später auch gemacht. Aber am besten draußen, weil es stinkt natürlich auch. Ne? Und jetzt gucken wir hier mal. Ja, und dann sieht man schon, dass er hier schon kommt. Ne? Wow. Also das sieht aus, als hättest du da schon ein paar Tage, ein paar Wochen mit zu tun, wenn der 64 Schubladen weiter Weg. Ne? Ja. Also er macht auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, ja. Schon allein die Bestandsaufnahme halt. Ne? Ja, und was man auch schön sieht, da sind ja Schubladen teilweise auch demoliert, die müssen neu zusammengesetzt, neu verleimt werden. Das ist ein Kapitel, was uns in der zweiten Stunde hier auch noch beschäftigen wird. Wie kann man eigentlich Sachen handwerklich korrekt miteinander verleimen? Was ist der Vorteil von Heißleim gegenüber dem Weißleim? Ich finde es klasse, dass du bei uns bist und würde dich gerne einladen, gleich zur Focaccia-Verkostung dazu zu stoßen. Da sage ich schon nicht nein. Da finde ich genau die richtige Einstellung. Ja. Vielen Dank, bis gleich. Ob man das draußen stehen lassen muss, das kann uns natürlich jetzt Linda Wadewitz erklären, unsere Tischlermeisterin. Sag mal, warum muss man das noch mal eine Gewindelänge ausstehen lassen bei der Zwinge? Ach so, ja, wenn man das ansetzt, ne, wenn man es hier irgendwo ansetzen täte, hätte man noch mal die Möglichkeit nach außen oder nach innen, wenn man merkt, es ist zu eng, kann man hier noch mal ein bisschen nachstellen. Einfach ein bisschen die Feinjustierung. Genau, flexibel cool. zu sein. Aber jetzt widmen wir uns weiter unserem Drogistenschrank. Ja. Du hast jetzt schon mal eine Schublade komplett auseinandergenommen. Ja, also nicht komplett. Das Teil war quasi schon lose gewesen. Warte mal, die Seite war, ob das Säckchen im Weg steht? Die Seite war quasi schon lose gewesen, wie ich es bekommen habe. Ja. Und habe das jetzt einfach mal als Beispiel genommen, um das halt mal zu zeigen. Wenn man halt was verleimt, dann kann man natürlich auch die Gelegenheit nutzen, wenn es schon auseinander ist, dass man es auch mal sauber schleift. Ja. Ne? Aber da kann man jetzt dann tatsächlich das Originalholz, obwohl es am Ende komplett angefressen ist, auch wieder zusammenleimen. Ja, das geht hier in dem Fall, ja. Das ist kein Problem. Also die Passgenauigkeit ist immer wichtig und dass es halt ölfrei ist, fettfrei ist, staubfrei ist, ja, und dass es halt auch noch passt. Und da das ja eine Bruchstelle ist, passt das hier tadellos und der Heißleim macht das dann auch. Der Heißleim? Der Heißleim. Wir arbeiten mit Heißleim. Was ist der Unterschied zum Weißleim? Der Heißleim ist ein reines Naturprodukt. Ja. Ja, hier ist er auch schon am Köcheln. Also ich habe ihn hier im Wasserbad, im Topf. Und wird hergestellt aus Knochen, Sehnen, Rohhautabfällen. Die werden quasi eingekocht oder auch ausgekocht. Knochen und dann, von wem? Von Tieren. Okay. Von Menschen nicht. Knochen von Tieren. Und werden ausgekocht und dann gibt das so eine gallertartige Masse, ähnlich der Gelatine. Ja. Und daraus wird dann dieser Knochenleim gewonnen. Das sehen wir auch hier ganz schön. Das wird dann zu so Perlchen hier getrocknet zum Beispiel. Ja. Und den tut man dann einweichen.
8 Stunden circa, also es wird mit Wasser bedeckt dann in einem Glas, so wie ich das hier auch gemacht habe. Und dann sehen die Perlen später so aus. Ja. Und dann tut man ihn erhitzen und dann wird es quasi flüssig. Ja. Wobei man beim Erhitzen darauf achten muss, dass er nicht über die 65 Grad geht, weil sich ansonsten Bestandteile da drin zersetzen, die dann negativen Einfluss haben beim Verleihen. Ja, also da sind Substanzen drin, die dann halt einfach kaputt gehen und dann ist die Verleimung nicht mehr optimal. Was ist jetzt der Vorteil an dem Heißleim gegenüber dem weißen Leim, den wir alle kennen? Dieser Leim ist reversibel. Das heißt, den kann ich jederzeit durch Erhitzen mit Feuchtigkeit und Erhitzen wieder aktivieren, sag ich mal, und dann kann ich die Teile wieder lösen. Ach, und das geht halt mit diesem Leim auf Kunststoffbasis nicht. Das ist für immer und ewig, ne? Das ist dann quasi für immer und ewig sozusagen, ja. Und wie gesagt, die Restauratoren arbeiten halt hauptsächlich mit diesem Leim und halt auch die Musikinstrumentenbauer zum Beispiel. Und wird man den dann auch auf beiden Seiten auftragen oder trägt man den dann? Den wird man auf jeden Fall auf beiden Seiten auftragen. Ja, es ist einfach auch immer die Sicherheit, dass die Flächen beide gleichmäßig benetzt sind, ja, und dass halt auch der Leimauftrag entsprechend dann stattfindet. Ich mach das mal so. Ja, dann tut man hier den mit dem Pinselchen schön auftragen. Ja, also ist schon wird schon. Und macht man das dann so, dass es nachher an den Seiten auch so ein bisschen rausquillt, was man dann abstreift oder? Ja, das ist das muss nicht sein. Ja. Es geht eigentlich darum, dass das hauptsächlich darum, dass halt alles gleichmäßig benetzt ist. Wie viel Zeit hast du, das zu verarbeiten? Nicht so. Also von der Verarbeitungszeit, es kühlt natürlich jetzt auch ab. Ja. Hier ist es auch immer von Vorteil, wenn man die Flächen ein bisschen vorwärmt, ne, dann hat man eine längere offene Zeit, aber das geht jetzt hier. Offene Zeit heißt bei uns aber heißt, dass, eine Minute oder zwei. Oder? Dass man eine längere Zeit hat, bis er halt abbindet. Ne? So, und dann kann man eigentlich, wenn man das verleimt, wenn man es presst, ne, man braucht ja einen Pressdruck quasi, damit es dann auch bindet alles. Jetzt brauchen wir unsere zwei Zwingen. Genau. Ja. Und das reicht aber schon 10, 20 Minuten. Ne? Dann hat er schon seine Festigkeit, dann kann man es schon wieder ausspannen. Ja. Und dann aber noch einen Tag lang quasi ruhen lassen, weil die Feuchtigkeit muss aus dem Holz entweichen können und auch erst dann ist die richtige Endfestigkeit gegeben. Also spannendes Kapitel, danke, dass du uns das auf jeden Fall hier zeigen konntest. Jetzt haben wir auch noch ein paar Zuschauerfragen, weil wir sagen ja immer am Ende, wenn du hier warst, unsere Zuschauer können Fragen stellen, wenn sie so ein paar Schätzchen zu Hause haben. Die erste kommt von Rainer Ehmann, der hat eine E-Mail geschrieben, wie kriege ich eigentlich Holzwürmer aus dem Möbel? Ja, Thema Holzwürmer. Also man kann es immer mit Hitze, mit Kälte oder mit Gift geht es gut. Ja. Kleine Teile, wenn man jetzt zum Beispiel auch so einen Schubkasten, sage ich jetzt mal, wenn das Eisfach groß genug ist, kann man den mal ins Eisfach legen für eine Stunde, zwei, dann sterben die Würmchen an Kälte. Man kann kleine Teile auch mal in die Mikrowelle legen, das geht genauso gut. Ja, dann wäre für unseren Drogistenschrank jetzt das Carport mit minus 2-3 Grad kalt genug? Ja, ich denke, es müsste schon noch ein bisschen drunter gehen. Ja, also ich würde da sagen, so minus 5 vielleicht. Also wie so eine Tiefkühltruhe, dann würde es auf jeden Fall reichen für eine längere Zeit. Ne? Ja, es muss halt wirklich durchkühlen dann. Ja. Und solche großen Sachen kann man dann natürlich auch in die Wärmekammer geben. Da wird dann unter Beobachtung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit das Ganze so auf ca. 80 Grad hochgeheizt. Und dann wird die Würmchen bestehen ja aus Eiweiß. Haben sie keine Chance. Und dann werden die quasi durchgekocht. Und dann kann man auch sicher gehen, dass danach nichts mehr vorhanden ist. Die nächste Frage kommt von Margit Drück aus Bechtheim. Die ist jetzt auch, glaube ich, sogar am Telefon. Hallo, Frau Drück. Ja, hallo, Herr Seidler. Was kann die Linda für Sie tun? Wir haben einen Teakholztisch aus den 70er Jahren, der ist meistens rund benutzt worden und da hat er auch Abnutzung, ja, Gebrauchsspuren. So ein Grauschleier hier, ne? Ja, es ist also direkt der Lack, sieht man beschädigt, ja. Und wenn man aussieht, die Mitte ist noch besser erhalten. Was kann man da machen, dass er wieder schön aussieht, auch ohne Tischdecke zugedeckt? Also Teak hat ja von sich aus schon einen sehr hohen Ölgehalt.
Ja? Manchmal reicht es wirklich, wenn man einfach nur mit einem feinen Papier anschleift, sagen wir 220er Papier, weil die Flecken meistens gar nicht so tief drin sind, wie man meint in dem Holz. Ja? Sie ziehen meistens gar nicht so tief ein. Mhm. Vielleicht mal versuchen, vorsichtig anzuschleifen mit 220er Papier. Wenn das nicht hilft, ein bisschen grobber gehen im Papier. Und dann, wie gesagt, der Ölgehalt ist ja meistens sehr hoch beim Teakmöbel. Es gibt aber auch spezielle Teaköle, mit denen man nochmal nachölen kann. Auch ein ganz normales Leinöl, also naturbelassenes Leinöl kann man auch nehmen. Also man kann auch, ohne dass er lackiert ist, ich weiß jetzt nicht, ich sehe das so ein bisschen am Rand hier, dass er an den Rändern sehr, sehr dunkel ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob wirklich mal eine richtige Lackschicht drauf war, die jetzt nicht mehr vorhanden ist, oder ob er wirklich mal schon geölt war von vornherein. Ja, also ne? Aber es ist der ist noch so, wie er neu war, aus den 70er. Ja, man sieht, da ist auch viel abgenutzt an einem Teil, wo halt stark belastet war. Mhm. Und ich hatte mir mal was aufgeschrieben, dass man Schleifvlies nennen kann anstatt Stahlwolle. Oder ist das für den Tisch nicht? Schleifvlies geht, können Sie probieren. Aber ich würde eher ein Schleifpapier nehmen wollen. Stahlwolle würde ich eigentlich gar nicht so gerne nehmen wollen hier. Auf jeden Fall höre ich raus, vorsichtig schleifen, ja, und dann nachölen. Ja, mit Leinöl, auf jeden Fall mit Schleifen mal probieren. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, und zwar grüne Seife. Also grüne Seife ist eine spezielle Seife, die man auch ausprobieren kann in dem Fall. Vielleicht nimmt sie auch die Flecken raus. Manchmal kann man die auch mit Natron noch mischen, also ein bisschen ausprobieren. Aber wie gesagt, ich würde es erstmal mit Schleifen probieren, ob die Flecken vielleicht nicht schon damit entfernt sind. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für heute. Und wenn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer weitere Fragen haben, gerne mal auf unsere Homepage gehen. Gibt es ein Formular für weitere Fragen an Linda? Und dann können wir in einer der nächsten Sendungen auch darüber wieder dann sprechen. Vielen Dank für heute, Linda. Vielen Dank.